Jeffrey Allen Lash war ein geheimnisvoller Mann, der im Jahr 2015 in Los Angeles verstorben ist. Nach seinem Tod wurden erstaunliche und mysteriöse Entdeckungen gemacht. In seinem Fahrzeug und seinem Haus fand man über 1200 Waffen, darunter Handfeuerwaffen, Gewehre und Schrotflinten, sowie rund 6,5 Millionen US-Dollar in bar. Die Entdeckung dieser außergewöhnlichen Waffensammlung und des beträchtlichen Geldbetrags führte zu zahlreichen Spekulationen über die Hintergründe von Jeffrey Lash und die Quelle seines Reichtums. Laut Zeugenaussagen soll Jeffrey Lash behauptet haben, dass er ein Außerirdischer ist und Verbindungen zu außerirdischen Lebensformen hat. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Jeffrey Allen Lash möglicherweise eine Art Kult oder isolierte Glaubensgemeinschaft um sich herum aufgebaut hatte, in der er eine zentrale Autorität darstellte. Es wird vermutet, dass er eine große Anzahl von Anhängern hatte, die seinen außergewöhnlichen Behauptungen über seine außerirdischen Verbindungen und Regierungskontakte Glauben schenkten. Doch bevor wir loslegen, würden wir uns über ein Abo und einen Daumen nach oben sehr freuen. Nun aber lasst uns starten. Jeffrey Allen Lash war ein amerikanischer Geschäftsmann, der am 4. Juli 2015 im Alter von 65 Jahren in Los Angeles verstarb. Er führte ein zurückgezogenes Leben und hatte wenig Kontakt zur Außenwelt. Lash erregte Aufmerksamkeit aufgrund seiner exzentrischen Behauptungen. Es wurde berichtet, dass er behauptete, ein Außerirdischer zu sein und Verbindungen zu Regierungsorganisationen sowie zu außerirdischen Lebensformen zu haben. Diese Behauptungen und seine außergewöhnliche Waffensammlung führten zu zahlreichen Spekulationen und Theorien über seine wahren Hintergründe und Aktivitäten. Geheimdienstverbindungen. Im Fall von Jeffrey Allen Lash gab es Vermutungen darüber, dass er Verbindungen zu Geheimdiensten oder Regierungsorganisationen hatte und möglicherweise in verdeckte Operationen involviert war. Die außergewöhnliche Waffensammlung und der beträchtliche Geldbetrag, die bei Lash gefunden wurden, könnten Anzeichen dafür sein, dass er in Geheimdienstaktivitäten verwickelt war. Man geht davon aus, dass er Zugang zu vertraulichen Informationen oder Ressourcen hatte und dass die Waffen ein Teil seiner verdeckten Tätigkeiten waren. Es wird auch auf seine Behauptungen hingewiesen, Verbindungen zu Regierungsorganisationen zu haben. Diese Äußerungen könnten ein Indiz dafür sein, dass er Insider-Informationen oder Zugang zu geheimen Operationen hatte. Einige glauben, dass sein Tod in Verbindung mit seinen Geheimdienstverbindungen steht und dass aus diesem Grund seine Identität und seine Aktivitäten geschützt werden. Kriminelle Aktivitäten. Die über 1200 Waffen, die bei Lash gefunden wurden, weisen auf eine ausgiebige Beschäftigung mit Waffen hin. Die Vielfalt der Waffen, darunter Handfeuerwaffen, Gewehre und Schrotflinten, deutet darauf hin, dass er Zugang zu einem umfangreichen Arsenal hatte. Die große Menge an Munition verstärkt den Eindruck, dass Lash sich intensiv mit Waffen und möglicherweise auch mit deren illegalen Handel beschäftigte. Die Existenz eines erheblichen Bargeldbetrags, der bei ihm entdeckt wurde, lässt den Schluss zu, dass er in finanziell lukrative illegale Aktivitäten verwickelt war. Es ist denkbar, dass Lash Teil eines größeren kriminellen Netzwerks gewesen ist. Er hatte womöglich Kontakte zu anderen verbrecherischen Organisationen oder nahm selbst eine führende Rolle in einem solchen Netzwerk ein. Außerirdische Verbindungen. Laut Zeugenberichten soll Lash behauptet haben, ein Außerirdischer zu sein und übernatürliche Fähigkeiten oder Kräfte zu besitzen. Manche glauben, dass er eine Art außergewöhnliches Wissen oder Zugang zu fortgeschrittener Technologie hatte, die er von außerirdischen Quellen erhalten haben könnte. Diese Aussagen haben zu Spekulationen geführt, dass Lash in Kontakt mit außerirdischen Lebensformen stand und über außerirdisches Wissen verfügte. Seine Verbindungen zu außerirdischen Quellen könnten ihn zu einem wichtigen Akteur in geheimen Projekten gemacht haben. Vielleicht war er an Programmen beteiligt, die sich mit außerirdischer Technologie, Forschung oder sogar geheimen Weltraummissionen befassten. Alien-Hybrid.
Es gibt die Vorstellung, dass Jeffrey Lesch Teil eines geheimen Genexperimentes der Regierung oder einer privaten Organisation war. Diese Organisationen könnten daran interessiert gewesen sein, übermenschliche Fähigkeiten zu entwickeln oder neue Möglichkeiten der Evolution zu erforschen. Dies könnte durch die Einführung von außerirdischem DNA-Material in sein Genom erreicht worden sein, um ihm bestimmte Fähigkeiten oder Eigenschaften zu verleihen. Diese könnten telepathische oder telekinetische Fähigkeiten, erhöhte körperliche Stärke oder Regenerationskräfte umfassen. Lesch sollte als Ergebnis dieser genetischen Manipulationen spezielle Aufgaben oder Missionen ausführen. Übernatürliche Fähigkeiten. Jeffrey Allen Lesch sagte, dass er die Fähigkeit besitzt, Gedanken zu lesen und Objekte mit seinem Geist bewegen zu können. Er sagte auch, dass er Heilkräfte besitzt und schwere Krankheiten oder Verletzungen sehr schnell heilen kann. Lesch soll auch im Besitz einer geheimen Technologie gewesen sein, mit der es möglich war, sich unsichtbar zu machen oder sich zu tarnen. Hatte dieser geheimnisvolle Mann etwa Zugang zu uns unbekannten außerirdischen Technologien? Der Einmann-Kult des Jeffrey Lesch. Es gibt die Vorstellung, dass Lesch eine Art Kult oder Sekte um sich herum aufgebaut hat, in der er eine zentrale Autorität darstellte. Er soll eine hohe Anzahl von Anhängern gehabt haben, die an seine außergewöhnlichen Behauptungen über seine außerirdischen Verbindungen und Regierungskontakte glaubten. Es wird angenommen, dass Jeffrey Allen Lesch als alleinige treibende Kraft hinter dieser Gemeinschaft agierte und die Mitglieder dazu brachte, ihm bedingungslos zu folgen. Berichte deuten darauf hin, dass Lesch eine Art charismatischer Führer war, der die Menschen um sich herum beeinflusste und kontrollierte. Er wendete psychische Manipulationstechniken an, um die Loyalität seiner Anhänger zu gewinnen. Es ist möglich, dass er seine exzentrischen Behauptungen benutzte, um sich selbst als besondere oder überlegene Person darzustellen und so die Unterstützung seiner Anhänger zu gewinnen. Keine dieser Theorien wurde vollständig bestätigt und der Fall von Jeffrey Allen Lesch wirft weiterhin viele Fragen auf. Die genauen Umstände seines Todes und die Wahrheit hinter seinen Behauptungen bleiben bis heute Gegenstand von Spekulationen und Diskussionen. Nun aber freuen wir uns auf eure Kommentare. Schaut gerne auch die anderen Videos unseres Kanals an. Vielen Dank fürs Zuschauen.